Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ninjala. Wir werden heute Teamspiel das erste Mal spielen zusammen, aber davor muss ich euch etwas zeigen. Und zwar gibt es jetzt eine Kollaboration, komisches Wort, mit Sonic, mit dem Sonic-Franchise. Und da konnte man sich tolle Sachen kaufen. Ich konnte mir leider nur eine Sache kaufen, aber hier, ich habe diesen Ippon mit Sonic drauf mir gekauft für, ich glaube, 400 dieser komischen Ninjala-Taler. Und das kommt jetzt immer, wenn ich jemanden töte. Ist cool auf jeden Fall. Wollte ich euch nur zeigen. Und ich habe noch die Stimme von meinem Typen verändert und auch die Farbe da in seinem Haar. Ich fand, so passt der mir zu mir. Ja, so. Genau, hier im Shop sieht man das auch nochmal. Sonic the Hedgehog hat jetzt mit Ninjala eine Kollaboration. Scheißwort, ohne Witz. Und ja, es gibt da halt so ein Sonic-Outfit und ein Tails-Outfit und ein Knuckles-Outfit. Und so weiter und so fort. Hier gibt es auch noch zwei Sticker, soweit ich weiß. Genau, das sind Sticker. Ich glaube, als das rauskam, gab es sogar bei den täglich auch noch welche mit Sonic-Stickern drin. Aber die haben sich jetzt wieder geändert. Heißt, ihr müsst auch schnell sein, wenn ihr die auch haben wollt, weil die nur für begrenzte Zeit da drin sind. Hier, dieses Importteil gibt es zum Beispiel auch noch mit Dr. Eggman. Und was das hier ist, gar kein Plan. Ein Aufkleber einfach nur. Okay, keine Ahnung. Ich habe aber nur noch 100, deswegen kann ich mir gar nichts leisten. Sehr, sehr sad auf jeden Fall. Aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass Ninjala da eine Kollaboration, ich werde es so oft sagen, bis ich es kann, Kollaboration mit Sonic eingegangen ist. Denn das hat was. So, wir werden ein freies Spiel machen. Auf Rangliste traue ich mich noch nicht. Und wir spielen einfach mal in der WNA Academy. Und zwar Teamkampf. Habe ich noch nie auf den Kanal gebracht. Kann man ja mal machen und sich das angucken. Ich habe eben schon zwei Runden gespielt in Teamkampf, also ich weiß jetzt, wie das abgeht. Das sind 4 gegen 4er Teamkämpfe und ich finde sie tatsächlich witziger als dieses Battle Royale-Kram, wo jeder gegen jeden kämpft. Weil dann kann man sich auch so ein bisschen absprechen, macht zwar keiner, zumindest nicht in der Nichtrangliste, im freien Spiel macht das wirklich gar keiner. Aber theoretisch wäre es möglich, da auch im Team zu spielen. Ja, wir bleiben unserer alten Ausrüstung treu, ansonsten habe ich noch andere Sachen rausgefunden. Und zwar, wenn man zum Beispiel R drückt, mit dieser Attacke habe ich sonst nie angegriffen. Ich dachte, das wäre nur eine andere Abwandlung von dem normalen Angriff. Leggy, weil das Spiel losgeht. Aber wenn man mit R ganz normal angreift, dann kann man blocken. Und wenn man im richtigen Moment blockt, kann man den Gegner sogar seine Waffe wegnehmen. Die Attacke ist ein bisschen langsamer als die andere Attacke, mit der ich sonst immer angegriffen hatte. Aber wie gesagt, kann man damit halt die Gegner blocken und denen ihre Waffen wegnehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das kann man tatsächlich mit jeder einzelnen Waffe machen. Weil ich habe mich ja in der letzten Folge gefragt, wie die mir immer wieder die Waffe abnehmen könnten. Aber das ist anscheinend einfach nur, wenn man R drückt. Also eigentlich ganz einfach. So, da sind wir! Wir weinen, weil wir den Aaron im Team haben. Menno! So ja, 4 gegen 4. Die Map sieht richtig cool aus. Ist zumindest auch mal eine neue Map, die wir so noch nie gesehen haben. Hier gibt es verschiedene Strategien. Ich bleib gerne erstmal bei diesem komischen Teil, dieser Drohne, die hier vielleicht kommt. Und warte, ob vielleicht jemand kommt und die uns abluchsen will. Aber ich finde, diese Drohnen sind sehr, sehr wichtig, damit man halt so schnell es geht seine große Waffe bekommt. Und man kriegt ja auch Punkte, wenn man diese Drohnen vernichtet. Genau, und eigentlich spielt sich bei dieser Map immer in der Mitte hier alles ab. Beziehungsweise haben die Gegner natürlich auch noch so eine Drohne. Ich glaube, es gibt 2 Drohnen an der Zahl. Die haben ihre Drohne auch schon mitgenommen. Solche Fieslinge. So, und jetzt müssen wir sie einfach nur daran hindern, zu ihrer Drohne zu kommen. Und dann haben wir quasi schon gewonnen. Bam, bam, bam. Und Zerstörungs-Action. Also eigentlich weiß ich jetzt mehr, was ich tue. Guck hier, Weapon Break. Ich habe ihn Weapon Breaked und geippont mit meinem coolen Sonic-Symbol, damit das jeder sehen kann. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Ippon zu kaufen. Zack. Nein. Mein Bastard. So, egal. Was sehen wir denn oben rechts zum Beispiel? Oben rechts seht ihr, ich glaube, ich bin gerade Team Gelb. Bin ich Team Gelb? Ja, ich bin Team Gelb. Wie viele Punkte die einzelnen Teams haben. Und ja, das Team, das mehr Punkte hat, ist natürlich im Vorrang. Hallo, jetzt hör auf, immer dasselbe zu drücken, was ich mache. Was ist denn los mit dir? Okay, wir flüchten. Wir flüchten und setzen dann unsere Superattacke ein. So, den haben wir erwischt mit der Superattacke. Manchmal muss man wissen, wann man einfach aus dem Kampf flüchten muss, um dann mit erneuten Kräften wieder anzugreifen. So, komm doch her, du Indigo-Typi. I don't care, ob du hier rankommst oder nicht. Hey, sieht ja so komisch aus. Habt ihr das gesehen? War das seine Ulti? Die habe ich noch nie... Guck mal, der hat sich so verwandelt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn für ein komischer Typ? Hat er etwa sowas wie bei Naruto, so einem Dämon in sich, wie Naruto selbst? Dass er, wenn er richtig böse drauf ist, dann einfach zum neunschwänzigen Fuchs wird? Oder in seinem Fall ein hässliches, komisches Etwas? Man weiß es nicht, vielleicht. Habe ich auf jeden Fall so noch nie gesehen. So, kannst du mal aufhören, meinen Typen hier anzugreifen, du blaue Beere? Das ist nämlich nicht nett. So, assisted KO, weil also nicht mal KO, aber ich habe immerhin assisted. Und richtig cool, man kann ja auch die Enten angreifen. Leute, das ist wichtig, weil Enten sind böse. Enten wollen die Weltherrschaft
an sich reißen. Und deswegen muss man immer mal wieder auch diese Enten hier angreifen. Ich glaube, die machen sogar Quark. Ja, die machen Quark! Das ist schon ganz schön quarkig. So, würde ich mal behaupten. Hat er mich erwischt? Nee, hat er nicht. Okay, wir haben noch eine Chance. Okay, wir blocken ihn tot. Never mind. Wie alle diese normalen Ippons haben, das ist ja richtig lame. Leute, kauft euch doch mal was. Gönnt euch mal für 1 Euro ein paar Ninjala Points. Oh, ups. Ja, falsche Taste gedrückt, das war bei der Ulti. Nice, Dizzy, nice. Bist der beste Ninjala-Spieler auf ihr Planeten. Oh, die großen Drohnen sind schon da. Ich glaube, die erscheinen tatsächlich, wenn die Hälfte der Zeit um ist, also nach 2 Minuten. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Leute, wenn ihr Tipps habt und voll die... das ist ja schon wieder ein Gegner. Und voll die Ninjala-Profis seid. Fuck. Könnt ihr mir gerne Tipps in die Kommentare schreiben? Aber ich glaube, mit der Zeit komme ich da auch selber hinter. So, wir müssen auf jeden Fall die große Drohne hier holen. Es wird nämlich gerade doch ganz schön knapp. Da hatten wir eben eine Runde. Da war das nicht so knapp. Oh, jetzt kann ich erstmal eine riesige Waffe herstellen. Ganz schön spät, muss ich sagen. In der Runde davor, vielleicht blende ich einen Screenshot ein. Da hatte ich nämlich mehr Punkte als mein ganzes Team zusammen. Das war richtig krass. Da habe ich mich wie so eine Okage gefühlt auf jeden Fall. Ja, ist das ein bisschen knapper irgendwie. Da, weggeippernt. In der Runde davor war ich wirklich Ippern-Master. Das heißt, ich habe die meisten Leute gekillt. Und habe auch die meisten... Oh Gott. Die meisten Drohnen vernichtet. Ah, hat man sich schon ganz schön cool gefühlt. Ich muss aber sagen, deren Maske hier ist cooler, oder? In Schwarz? Obwohl, dann weiß ich sie auch ganz hübsch. Nee, nee, ich mag die weiße lieber. Eine weiße Maske habe ich auch an. Ich muss ja zu meinem Team stehen hier. Und nochmal, Ulti! Nein, ich habe zu spät gedrückt. Oh nee, ich hatte doch meine Ulti. Haben wir gewonnen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh shit. Ja, 16.000 Punkte. Selbst wenn ihr jetzt noch das Ippon Master bekommt. Ich will sogar Ippon Master! Nee, Drohnenmaster. Drohnenmaster! Das können sogar beide Teams bekommen, das wusste ich auch nicht. Die blaue Beere hat noch den Ippon Master bekommen. Level 54 und trotzdem ist der so... Naja, sagen wir nicht so ganz gut. Yay! Oh, der hat einen Volleyball! Die hat einen Volleyball! Die ganze Linke, habt ihr es gesehen? Ich will auch einen Volleyball haben! Wie gut ist das denn? Ninja. Nice. Hier, was diese Belohnungen bringen, weiß ich übrigens auch nicht. Bringen die irgendwas im Spiel? Ich glaube nämlich nicht. Das war auf jeden Fall ein Teamkampf. Ich belasse es bei einer Runde, oder? Weil laut Google Statistics sagt die, wenn ich 2 Runden mache, nach der ersten Runde schalten die meisten ab. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Eventuell kommt jetzt in nächster Zeit mal ein Match, wo ich mit ein paar Abonnenten zusammenspiele. Das könnte ja auch ganz witzig sein. Und ja, wenn euch ein paar gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, die sie spielen, Ninjala oder irgendwas anderes. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.